Leute, willkommen zurück. Die wilde Wasserwerft wartet auf uns. Zwei weitere Sterne und dann haben wir 70. Ja, endlich. Dann fehlen uns aber immer noch 50. Was soll's? Okay, was war das jetzt? Springe zu den roten Münzen. War das, oder? Ja. Okay. Den können wir jetzt leider noch nicht machen, weil wir den zweiten Bowser-Boss noch nicht besiegt haben. Und solange das U-Boot da noch ist, also das geht erst weg, wenn ich den Bowser-Boss besiegt habe. Und dann kommen auch oben an der Decke sind dann solche Teile, wo ich mich dran festhalten kann. Und dann ist das ganz einfach, die 8 Druckmünzen da einzusammeln. Aber die Teile sind halt nicht da, wenn das U-Boot noch da ist. Also werden wir jetzt erstmal die 2 Sterne einsammeln, die ich einsammeln kann. Und dann werden wir uns zum Bowser begeben. Und den mal schön ordentlich kaputt dreschen. Ja, eigentlich finde ich das U-Boot ja ganz geil. Aber wir müssen es leider ja zerstören im Prinzip. Ach, was soll's. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich glaube, da unten. Da unten ist. Ah! Da unten ist ein Stern. Und der ist ganz einfach zu bekommen. Und zwar einfach mit Unsichtbarkeit da durchschwimmen. So, und das ist gar kein Problem, weil hier ja natürlich die Unsichtbarkeitsmütze ist. So, schwer. Down. Und gib sie mal her. Zack. Jetzt brauchen wir dann nur noch durchzuschwimmen, den Stern mitzunehmen. Und dann haben wir 69 Sterne. Oh, ganz schön einfach. So, komm her. Zack. 69 Sterne. Oh yeah, geil. Wir sind so geil, Alter. 69 Sterne. Vereine die Mützen. Geil. Speichern und weiter. Ja, auf jeden Fall weiter. So, und rein da. Wieder springe zu den roten Münzen. Den werden wir ja nicht machen. Beziehungsweise wir können ihn nicht machen. Also wartet ein anderer Stern auf uns. Oh, ich hasse es immer, da wieder in diesen Raum hinzuschwimmen. Das nervt so extrem. Dann schwimmt man hier wieder längs. Und hat nichts zu tun, als zuzugucken. Ja, ich weiß ja langsam, wo es hier längs geht. Da brauchen auch keine Pfeile zu sein. Komm, schwimm schneller, Mario. Mario, hä? Hey? Wario ist hier nicht. Der ist nur in der DS-Version. Okay, da hinten sind die Ringe. Und da müssen wir dann einfach schön durchschwimmen. Beziehungsweise ich lasse die Ringe durch mich durchschwimmen. Das ist nämlich ganz einfach und dann kriegen wir den weiteren Stern. So. 1, 2, 3. Ja, ganz einfach. 4, muss noch nichts machen. 5. Und da ist er auch schon. Gar kein Ding, den zu bekommen. Der andere war ja auch total einfach. Also diese Welt ist im Prinzip einfach. Außer das mit den scheiß Truhen da. Oder jetzt auch die 100 Münzen einzusammeln. Das wird auch ein bisschen scheiße. Und das mit dem U-Boot ganz am Anfang war ja auch relativ einfach. Also eine ganz chillige Welt. So, here we go. Komm her, Stern, ich brauche dich, dann habe ich 70. Wir können zum Endbowser, aber da wollen wir noch nicht hin, weil wir noch nicht bei den zweiten besiegt haben. 70! Oh, 70, geil! Wir haben 70 Sterne. Schwimme durch die Ringe, ja, das habe ich ja gemacht. So, speichern und weiter. Ja, du hast 70 Sterne gesammelt. Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe lüften. Begib dich zum finalen Duell mit Bowser. Nein, begib ich mich nicht. Jetzt begebe ich mich zum zweiten Bowser. Und los geht's. Oh, die Musik hier ist immer so geil. Ja, und ich werde auch nicht den normalen klassischen Weg nehmen, sondern einfach mal ein bisschen auf PG-like. Falls ich es hinbekommen soll.
Bitte. Gibt es hier 8 rote Münzen? Ja, gibt es. Dann werde ich die mal einsammeln. Ort 1. Was mache ich denn? Ich falle ja hier wieder fast runter. Hier ist eine weitere rote Münze. 2 haben wir jetzt. Und ich springe immer so knapp. Egal, stört uns nicht, solange ich nicht tot bin. Juhu. Scheint ja auch alles hier ein bisschen anders als bei der DS-Version zu sein. Mit den Münzen. Oh ne. 4. Aua. Jetzt habe ich keinen Bock, da nochmal hochzugehen. Also werde ich einfach mal auf Tricky. Ja, der Kumpel stellt sich da natürlich so schön hin. Okay, jetzt wäre ich schon oben gewesen. Aber was soll's? Und... Es geht nicht? Wie? Geil. Das mit dem Sprung ging nämlich auf der DS-Version zum Beispiel auch. Aber hier geht es nicht. Jetzt bin ich auch noch zu doof, um da hochzukommen. So. Hier kann man einen schönen Wandsprung machen. Aber ich bin wieder zu blöd dazu, ist ja klar. Oh Gott. Früher habe ich das immer schön hinbekommen. Und jetzt. Was ist? Ich springe dumm gegen die Wand gegen. Und es passiert nichts. Oh Gott. Ha! Ich war eine Sekunde lang auf der Lava drauf und habe keinen Schaden bekommen. Finde ich auch gut. Und wieder Fail. Und tot. Das war's. Ja, geil. Aber in der Welt fail ich sowieso immer öfters. Weil ich so scheiße ist wegen den 8 roten Münzen. Und dann fail ich immer. Da-da-da-dün. Und ich benutze diesen Bauchrammer oft nicht, also den hier. Aber es scheint hier auch nicht zu nützen. Ich komme ja immer ein Millimeter nochmal vor diesem Steinteil da in die Lava. So, da ist ja die 8 rote Münze. Die 8 rote Münze, genau. Die erste Münze. Die 8 wäre schon schön, weil dann könnte ich hier einfach durchlaufen. Aber das können wir nicht. So, hoch da. Und 2. rote Münze. Da ist die 3. Da ist die 4. Oh, geil. Ich krieg keinen Wandsprung mehr hin. Ich krieg nichts mehr gebacken. Und 4. So, ich mache mir erst gar keine Mühe da so hoch zu kommen. Ich werde einfach den ganz normalen Weg nehmen. So wie jeder andere auch. Und dann passt das. Sollte wohl keine Umwege hier mehr machen in diesem Spiel. Ich schaffe es ja sowieso nicht. Den Wandsprung habe ich wieder nicht geschafft. Aber jetzt. Aber leider. So viel schneller war ich jetzt nicht. Das muss man schon gleich zu Anfang hinbekommen. Damit es was bringt. So, 21 Münzen, aber die brauchen wir ja nicht, weil wir hier keinen 100 Stern bekommen. 100 Münzenstern. Was labere ich? 5 rote Münzen haben wir jetzt. Kommt hier gleich noch eine? Ja. Hier eine. Hier ist eine. Und 6. 2 fehlen nur noch, das passt. Oh, das passt schon. Normale Münzen brauchen wir nicht. Besonders wenn ich schon ein volles Leben habe. Wollen mich verarschen.
Na geil. Ich sehe jetzt schon meinen Tod. Ich sehe ihn jetzt schon. Ja. Nein. Ja. Ja. Okay. Hoch da. Danke Gott. Das wäre richtig kacke geworden, wenn wir ja jetzt nochmal verreckt wären. Ich krieg keinen Wandsprung mehr hin. Was soll das denn? Oh, wieder nicht. Wieder nicht. Okay, jetzt ging es auch nicht, weil ich zu nah dran stehe. Stand. Dran stehe. Dauernd versprich. Geil. So, da ist das die letzte rote Münze da schon. Wäre natürlich geil. Ja, geil. 71. Stern. Aber ich muss jetzt einen Schnitt machen. Sorry, bis gleich.